Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Piratenfraktion, Drucksache 10057. Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin für die antragstellende Piratenfraktion Frau Kollegin Brandt das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, früher, schon einige Zeit her, in Zeiten von regionalen Märkten, da hatte man mehrere Metzger vor Ort. Und wenn einem die Qualität nicht gefiel bei einem Metzger, dann ging man eben zu dem anderen, sodass man da schon sehr gut den Markt vor Ort auch regulieren würde. Wer schlechte Qualität ablieferte, da wurde eben nicht mehr gekauft. Da hat sich natürlich längst ein großer Wechsel vollzogen. Heute haben wir Großhandelsketten, komplett intransparente Märkte, einen globalisierten Fleischhandel. Und der Verbraucher kann nicht einfach mehr so durch seine Kaufentscheidung entscheiden, was ist gut, was ist Qualität und was ist schlecht. Und das ist nur eins von ganz, ganz vielen Themen, durch die es wichtig ist, dass die Politik als Anwalt für den Verbraucher wirken muss. Wissen Sie überhaupt noch, zu welchem Anlass der Verbraucherschutz seinen Weg in die Ministerien gefunden hat? Minister Remmel weiß es sicherlich noch, es war der BSE-Skandal seinerzeit. Vorher gab es Verbraucherschutz überhaupt nicht in den Ministerien, auf keiner Ebene. Und seitdem hechelt der Verbraucherschutz Skandalen hinterher. Dabei sollte er doch besser proaktiv die richtigen Weichen stellen. Was wir brauchen, sind eine gute Verbraucherbildung, transparente Verbraucherinformationen, umfassenden Verbraucherschutz und effektive Lebensmittelsicherheit. Lassen Sie uns als Land Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle manifestieren. In Zeiten, in denen der VW, Audi, Skoda, Porsche, Seat-Skandal Millionen von Verbrauchern verunsichert. In Zeiten, in denen die EU die gleichberechtigte Freiheit des Internets auf dem Altar von vor Lobbyismus trotzenden Konzernen wie Telekom, Vodafone und Co. opfert. In Zeiten, in denen unsere Wirtschaft und Staaten dank drohender Szenarien laut TTIP und CETA zu Lasten der Menschen in der EU, Deutschland und auch hier in NRW erpresst werden. Wie man an diesen ganzen Themen erkennt, ist Verbraucherschutz ein Querschnittsthema, welches nicht nur alle Ministerien, sondern auch alle legislativen Ebenen betrifft. Und dafür braucht es ein starkes Ziel aus der Politik. Und wie anders könnte man ein starkes Zeichen setzen, wenn nicht mit der Verankerung des Verbraucherschutzes als Staatsziel in die Landesfassung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Müller-Witt das Wort. Da eilt sie auch schon heran. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag der Piraten ist schon deshalb bemerkenswert, weil er parallel zur vom Parlament eingesetzten Verfassungskommission eine Veränderung der derzeit gültigen Landesverfassung beantragt. Diese Vorgehensweise kann zwei Ursachen haben. Entweder die Fraktion der Piraten ist erst kürzlich zu der Erkenntnis gelangt, dass der Verbraucherschutz den Rang eines Staatsziels haben sollte, oder im Rahmen der Einsetzung der Verfassungskommission war dieses Anliegen nicht mehrheitsfähig. Auf jeden Fall ist es schon ein interessanter Vorgang, dass ausgerechnet, während das Parlament eine Verfassungskommission mit der Aufgabe betraut, den bestehenden verfassungsrechtlichen Handlungsbedarf zu identifizieren und zu bearbeiten, ist dieser Antrag vorgelegt worden. Übrigens, hören Sie mal lieber zu,
war der Einsetzungsbeschluss ein Allparteienbeschluss mit den Stimmen der Piraten. Frau Kollegin, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber Frau Kollegin Brandt würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Lassen Sie die zu. Ja, vielen Dank, Frau Müller-Witt, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich 2 Jahre mit diesem Antrag gewartet habe, weil eben die Verfassungskommission tagt und ich erst jetzt diesen Antrag gestellt habe, nachdem Sie alle mit der Sperrklausel die Vereinbarung der Verfassungskommission gebrochen haben? Das heißt, Sie geben also zu, dass es eigentlich nur Mittel zum Zweck ist und gar nicht die vorgegebene Intention, die Sie gerade vorgetragen haben. Hochinteressant. Keines der im Einsetzungsbeschluss enthaltenen 11 Themenfelder umfasst auch nur sinngemäß die Erweiterung des Katalogs der Staatsziele der Landesverfassung. Vermutlich war jedem bewusst, dass das Formulieren von Staatszielen zuallererst appellatorischen Charakter an die Politik hat. Staatsziele bedürfen vielmehr der Umsetzung durch Gesetze, Verordnungen oder Satzungen. Bei der Debatte im Bundestag über die Aufnahme der Generationengerechtigkeit als Staatsziel in das Grundgesetz wurde treffend formuliert: Wir müssen politisch gestalten und sollten nicht glauben, dass wir mit der Aufnahme in das Grundgesetz die Probleme gelöst hätten. Analog kann man das hier auch anwenden. Der Gesetzgeber des Landes hat insbesondere der Gesetzgeber des Bundes hat ein umfangreiches Kompendium an Gesetzen und Verordnungen erlassen zum Schutze der Verbraucher. Die Aufgabe ist also erkannt und angenommen worden. Aus diesem Grunde bedarf es keiner zusätzlichen Bekräftigung durch Erhebung des Verbraucherschutzes zum Staatsziel in unsere Landesverfassung, sondern die vorhandenen Vorschriften gilt es konsequent anzuwenden und wo erforderlich weiterzuentwickeln aufgrund der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Zum Abschluss noch ein Wort zur konkreten Formulierung des von der Piratenfraktion geforderten Artikels 29b. Ich zitiere: Das Land schützt im Rahmen seiner Zuständigkeit die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Diese Formulierung lässt an Unbestimmtheit nichts zu wünschen übrig. Welches sind die Interessen der Verbraucher? Wie geht man mit divergierenden Interessen um? Fazit: Wir halten es nicht für zielführend, zu den in der Landesverfassung aufgeführten Staatszielen ein Staatsziel Verbraucherschutz hinzuzufügen. Die inflationäre Aufzählung von Staatszielen in einer Landesverfassung ersetzt nicht politisches Handeln und entwertet geradezu das Instrument des Staatsziels. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern nützt vor allen Dingen ein konsequentes Anwenden der vorhandenen Gesetze und Vorschriften sowie, da wo es erforderlich ist, die Weiterentwicklung der Gesetze aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Deshalb sehen wir momentan keinen Grund, Ihrem Antrag zuzustimmen, werden aber selbstverständlich uns einer Debatte im Hauptausschuss nicht verweigern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Witt. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Hendricks das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, also den ersten Teil von Frau Müller-Witt könnte ich jetzt übernehmen. Denn Frau Müller-Witt hat natürlich vollkommen richtig, und das sieht auch unsere Fraktion so, was macht es denn überhaupt für einen Sinn, eine Verfassungskommission einzusetzen, die mit allen Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen zuzüglich Experten berät, inwieweit die Landesverfassung ergänzt verändert werden soll, gegebenenfalls um weitere Ziele ergänzt werden soll, aber gleichzeitig hier einen Antrag einzubringen, ohne die Ergebnisse der Verfassungskommission hier schon vorgelegt bekommen zu haben. Das macht keinen Sinn, und deswegen könnte man eigentlich diese Beiträge in der heutigen Plenardebatte entsprechend kurz halten und sagen: Lassen Sie uns doch die Ergebnisse der Verfassungskommission abwarten. Ganz so einfach will ich mir dies nicht machen, weil natürlich Verbraucherschutz an sich ein ganz wichtiges Thema ist. Und Verbraucherschutz und gerade die offenen Fragen beim Verbraucherschutz ist es die Aufgabe der Politik und damit auch unsere Aufgabe, auf
Entwicklungen zu reagieren und entsprechende Beschlüsse, Gesetze auf den Weg zu bringen, die die Verbraucher in Zukunft noch mehr schützen. Aber Sie sprechen ja in Ihrem Antrag verschiedene Komponenten an. Zum Beispiel auch das Stichwort Verbraucherbildung. Und da möchte ich schon meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass wir im März 2014 hier einen Antrag hatten, einen sehr guten Antrag von CDU, SPD und Grünen, der genau diesen Punkt Verbraucherbildung, insbesondere in dem von Ihnen angesprochenen Bereich der Kindertagesstätten und Schulen, verankert sehen will und somit anerkennt, dass Verbraucherbildung gerade auch im frühkindlichen Bereich einen besonders hohen Stellenwert hat. Leider haben Sie dort nicht mitgemacht, sogar gegen diesen Antrag gestimmt. Das wäre ein klares Zeichen auch seitens der Politik an die Öffentlichkeit gewesen, dass Verbraucherschutz und damit auch Verbraucherbildung ein ganz entscheidender Gesichtspunkt ist. Entscheidender ist für mich und für unsere Fraktion allerdings auch die Frage, sind die Menschen denn weitgehend in unserer Republik und in Nordrhein-Westfalen unzufrieden mit dem Verbraucherschutz, wie er zurzeit praktiziert wird? Da kann man, so wie Sie es machen, aus Umfragen zitieren, die mehr als 6, 7 Jahre alt sind. Man kann aber auch mal aktuelle Umfragen und Erhebungen sich anschauen und stellt dann fest, dass über 80% der Wahlberechtigten in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend zufrieden sind, auf der einen Seite mit der Verbraucherinformation und auf der anderen Seite mit dem Verbraucherschutz. Und wenn man dies feststellt, muss man sich natürlich genau, und das hat Frau Müller-Witt ja auch schon gemacht, die Frage stellen, macht es dann überhaupt Sinn, entsprechend so etwas als Landesziel in die Verfassung aufzunehmen? Muss nicht mehr die alltägliche, reale Politik die Probleme lösen? Und ich glaube, man kann zu diesem Schluss kommen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir mittlerweile in jeder Stadt Verbraucherzentralen haben, die zum Beispiel Verbraucherinformationen, wenn denn noch Fragen offen sind, die nicht durch die Medien oder durch andere Quellen geklärt worden sind, dass die Menschen dorthin gehen können und Informationen zum Beispiel über Dienstleistungsverträge oder Ähnliches erhalten. Und dass der Verbraucherschutz funktioniert, macht ja schon diese Erhebung und die Umfragen deutlich, zum Beispiel letztes Jahr in Baden-Württemberg, wo 84% gesagt haben, der Verbraucherschutz in diesem Land ist nicht nur auf einem guten Weg, er sagt uns zu, wir brauchen nur noch punktuell mehr davon, wenn aktuelle neue Fragen aufkommen. Deswegen kann man einen Strich drunter machen und feststellen, wir werden im Hauptausschuss und vielleicht dann doch auch in der Verfassungskommission darüber diskutieren, ob das notwendig ist, das, was Sie fordern. Aber man muss auch sich vergegenwärtigen, dass eine Landesverfassung auch nicht überfrachtet werden soll mit zu vielen Einzelpunkten und sich gleichzeitig die Frage stellen, nur wenn wir ein Thema in die Landesverfassung aufnehmen, erzielt es den Effekt, den Sie wünschen, dass nämlich damit der Verbraucherschutz real mehr praktiziert wird, als bisher ohnehin schon gemacht wird. Deswegen stimmen wir der Überweisung in den Hauptausschuss selbstverständlich zu. Lassen Sie uns darüber noch mal diskutieren. Verbraucherschutz ist und bleibt ein wichtiges Thema. Wie man das angeht, darüber sollten wir sprechen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Markert. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, das ist ja heute, was Sie hier als Antrag formulieren, gerade für Juristen unter uns ein durchaus spannendes Thema. Sie möchten den Verbraucherschutz in die Landesverfassung aufgenommen sehen, und zwar als Staatsziel. Was ist eigentlich, das ist die erste Frage, mit der ich mich da beschäftigt habe, das Ziel von Verbraucherschutz? Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht geht es darum, Konsumentinnen und Konsumenten in die Lage zu versetzen, Herstellerinnen und Herstellern von Produkten auf Augenhöhe begegnen zu können. Darum geht es. Ein strukturelles Ungleichgewicht in unserer realen Wirtschaftswelt ein Stück weit zumindest zu beseitigen und die größten Ungerechtigkeiten an der Stelle zu vermeiden. Es geht also darum, Verbraucherinnen und Verbraucher mündig zu machen, und ich füge hinzu, der Slogan sollte sein, Mündigkeit statt Bevormundung.
Und dem dient ja auch das Netz unserer Verbraucherzentralen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben gerade letzte Woche fraktionsübergreifend beschlossen, bis 2020 erneut eine gefestigte Grundlage für die Verbraucherschutzberatungsstellen in unserem Land zu sichern. Mehr als 70 Millionen Euro für gut oder inzwischen 60 Beratungsstellen. Übrigens demnächst auch in meinem Wahlkreis in Neuss. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, schlagen nun vor, den Verbraucherschutz rechtlich prominenter zu verankern. Nächste Frage ist, wo ist er denn heute geregelt? Gibt es ein Verbraucherschutzgesetz? Nein, es gibt kein gesondertes Gesetz. Verbraucherschützende Regelungen finden sich in vielen Rechtsmaterien, zuvorderst im bürgerlichen Gesetzbuch. Denken Sie beispielsweise an die Regelungen zum Verbraucherdarlehensvertrag, Paragraphen 655a bis e. Es geht übrigens nicht darum, die AGBs zum Beispiel hier dann zu stärken, weil die wollen gerade den Rechtsfrieden, also eine gleiche oder vergleichbare Betrachtung von zwei Seiten. Darum geht es ja beim Verbraucherschutz, wie ich eben gesagt habe, nicht. Es soll ja eine Seite gestärkt werden. Wir finden im öffentlichen Recht Regelungen in diversen Gesetzen, beispielsweise im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz. Und wenn wir an die Lebensmittelskandale in den letzten Jahren denken, wenn wir an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters denken, dann können wir gemeinsam wahrscheinlich schon konstatieren, ja, Verbraucherschutz hat an Bedeutung nicht nur in der politischen Debatte, sondern in unserer breiten Gesellschaft zugenommen. Jetzt aber zu der Frage, ob diese Zunahme der Bedeutung des Verbraucherschutzes dazu führen sollte, ihn zum Staatsziel in unserer Landesverfassung zu erklären. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, darf man auch Zweifel haben. Es ist nicht nur so, dass es eine hohe Hürde mit der Zweidrittelmehrheit, die man ja braucht, um neue Staatsziele in der Verfassung zu verankern, hier beachtet werden muss. Es geht eben darum, dass nicht jedes Einzelinteresse zum Staatsziel erklärt wird, sondern dass es eine Konzentration auf übergreifend als wichtig angesehene Ziele hier in der Verfassung gibt. Es hat ja auch immer wieder Vorstöße gegeben, zum Beispiel auch den Sport oder die Kultur oder andere Dinge zum Staatsziel zu erklären. Das Problem ist, dass es da meistens dann um abwägende, von allen gleichermaßen als wichtige Ziele angesehenen Politikfelder geht. Ein Staatsziel zeichnet sich dadurch aus, dass Absichten und Ziele eines politischen Gemeinwesens postuliert werden. Übrigens, anders als Grundrechte sind Staatsziele nicht einklagbar. Auch das ist ein Problem, dass es im Grunde genommen letztendlich vielleicht gar nicht weiterführt, wenn wir an dieser Stelle so ein Staatsziel Verbraucherschutz aufnehmen würden. Aber ich will noch abschließend einen Schritt weitergehen und dann auch begründen, warum ich mit Ihrem Antrag an der Stelle als Jurist und auch als Verbraucherpolitiker Probleme habe. Staatszielbestimmungen beinhalten in aller Regel einen Zielpluralismus. Es steht bei uns in der Verfassung ja nicht drin, die Rolle der Frau muss gestärkt werden, sondern es geht um die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Man schaut sich beide Seiten an. Und aus meiner Sicht geht es um einen so abwägenden Blick in der Verbraucherpolitik, beim Verbraucherschutz gerade eben nicht. Hier geht es darum, eine strukturell schwächere Position, wo immer es geht, zu stärken gegenüber der strukturell im Regelfall stärkeren anderen Seite. Und Herr Präsident, ich komme Ihr Räuspern richtig deutend auch zum Ende der Ausführungen. Deswegen hätte ich ein Problem damit, den Verbraucherschutz zum Staatsziel zu erklären. Ich möchte nämlich, dass Verbraucherpolitik parteiisch bleibt, zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen freue ich mich zwar auf eine fachlich gute Diskussion in den Fachausschüssen,
muss Ihnen aber sagen, einer Staatszielbestimmung möchte ich als Verbraucher, politischer Sprecher meiner Fraktion an dieser Stelle juristisch und aus politischen Gründen nicht zustimmen. Ich möchte, dass Verbraucherrechte gestärkt werden können, und ich möchte sie auch parteiisch weiter vertreten können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Markert. Für die FDP-Fraktion spricht nun Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Verbraucherschutz ist wichtig. Mündige Bürgerinnen und Bürger, Verbraucher brauchen die Möglichkeiten, sich frei zu informieren und auch einen gesicherten Rechtsrahmen, in dem eben auch ihre Interessen, das Recht auf Information und eben auch das Recht auf Schutz ihrer Rechtsgüter auch geschützt werden. Und da sind mein Kollege Henning Höhne, die FDP-Fraktion und ich auch völlig d'accord, dass Verbraucherschutz auch ein wichtiges Anliegen ist. Wenn jetzt aber hier von den Piraten gefordert wird, den Verbraucherschutz zum Staatsziel zu erklären, da haben meine Kolleginnen und Kollegen Vorredner schon eine ganze Reihe von Argumenten auch hier angeführt, die ich auch voll unterstreichen kann. Bei der Staatszielbestimmung handelt es sich eben um eine Verfassungsnorm mit rechtlich bindender Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung und Erfüllung bestimmter Ziele, sachlich umschriebener Ziele, vorschreiben. Sie umreißen ein bestimmtes Programm der Staatstätigkeit und sind dadurch auch Richtlinie oder Direktive für das staatliche Handeln und auch für die Auslegung von Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften. Eine typische Staatszielbestimmung gibt den Staatsorganen ein grundlegendes Ziel vor, das anzustreben sie dann auch verfassungsrechtlich verpflichtet sind. Die Wahl der Mittel für die Zielverwirklichung steht ihnen aber völlig frei. Und auch die Konkretisierung dieses unbestimmt formulierten Ziels ist ihnen überlassen. Staatszielbestimmungen sind überdies in verfassungsrechtlichen Abwägungsprozessen zu berücksichtigen, aber nicht einklagbar. Und genau da sind wir eben auch an dem entscheidenden Punkt, meine Damen und Herren. Da setzen nämlich die Schwierigkeiten auch ein. Die Staatszielbestimmung steht ja nicht isoliert da, sondern es ist kein isolierter Programmsatz unserer Verfassung. Sie tritt vielmehr im Einzelfall auch in Konflikt mit anderen Grundrechten und anderen Verfassungsgütern und Staatszielen. Und da sind wir eben dann in den sehr komplexen Abwägungsprozessen. Grundrechtseingriffe können häufig nur durch die Berufung auf anderweitiges Verfassungsrecht gerechtfertigt werden. Und die Erhebung des Verbraucherschutzes zum Staatsziel hätte, mal abgesehen von der Frage, ob denn dann tatsächlich die Landesverfassung hier tatsächlich der richtige Adressat wäre, für dieses Parlament schon, weil wir nur die Landesverfassung letztlich regeln können. Aber wenn man denn das Anliegen tatsächlich so verfolgen wollte, müsste man ganz andere Dinge nachdenken. Die Erhebung des Staatsziels, also Verbraucherschutz zum Staatsziel, hätte nämlich auf der Landesebene dann zum Beispiel auch die Frage der Rechtfertigung oder müsste dann zur Rechtfertigung auch von Grundrechten, die durch das Grundgesetz geschützt sind, müsste das mit einbezogen werden. Und das, meine Damen und Herren, das würde ein Fundament legen für spezielle nordrhein-westfälische Grundrechtsbeschränkungen. Und da, meine Damen und Herren, glaube ich, geht das dann auch über das, was vielleicht gut gemeint sein kann, auch deutlich hinaus. Staatszielbestimmungen im engeren Sinne schränken auch den Gesetzgeber ein. Je mehr Regelungsgegenstände des täglichen Lebens in den Verfassungsrang erhoben werden, umso mehr werden eben auch verfassungsrechtliche Konfliktpotenziale geschaffen. Jede neue einfachgesetzliche Regelung ist dann an immer mehr Verfassungsvorgaben zu messen und läuft auch immer mehr Gefahr, diese nicht zu verwirklichen. Und damit wird dann letztlich auch das Demokratieprinzip in Mitleidenschaft gezogen. Denn ein durch Pluralität von Staatszielbestimmungen gleichsam gefesselter Gesetzgeber ist in immer geringerem Maße auch frei, politische Entscheidungen entsprechend auch den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen zu treffen.
Eine solche Prädetermination des Staates lehnen wir Freien Demokraten ab. Staatsziele sollen auf Positionen von fundamentaler Bedeutung für unser aller Leben beschränkt bleiben, wie das etwa vom Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Grundgesetz auch heute ja schon gilt. Frau Kollegin, statten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Herrmann, Piratenfraktion? Nein, das tue ich im Augenblick. Keine Zwischenfrage. Herr Präsident, bitte, ja. Vielen Dank. Und meine Damen und Herren, im Übrigen dürfte dann eben auch der Blick auf das Grundgesetz auch ohnehin weiterhelfen, weil dort haben wir ja auch schon das Sozialstaatsprinzip verankert. Und das ist selbstverständlich auch heute bereits eine Regelung, eine Verfassungsnorm, die auch die Belange von Verbraucherinnen und Verbrauchern schützt, ohne dass es einer eigenständigen Staatszielbestimmung bedürfte. Wir werden die Diskussion im Hauptausschuss sicherlich interessiert fortführen. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Freimuth. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Remmel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe in der letzten Zeit nicht mehr so oft Kinderfernsehen geschaut, weil meine Kinder jetzt etwas größer sind, aber ich kann mich noch erinnern bei der Sesamstraße. Smørrebrød, Smørrebrød, Rømpømpøm. So ein bisschen diese dänischen Köche, die dann alles durch die Gegend geschmissen haben, um eine Suppe zu kochen, egal was so gerade einem unter die Finger kam. So ein bisschen Eindruck hatte ich bei dem Antrag der Piraten an dieser Stelle, wenn es um die Verfassungsküche geht, Smørrebrød, Smørrebrød, Rømpømpøm, alles mal so ein bisschen hochgeschmissen und was dann nachher im Topf landet, soll dann Verfassungsschutz und Verbraucherschutz miteinander in Verbindung bringen. Also, das ist mir ein bisschen zu einfach an dieser Stelle, weil es handelt sich immerhin um die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da meine ich, sollte man etwas sorgfältiger mit umgehen. Auf den ersten Blick natürlich ein Anliegen, dem man sich nicht verschließen kann. Aber bei genauerem Hinsehen wird es dann doch etwas schwieriger. Man kann das nicht einfach so schlicht regeln, wie im Antrag dargelegt. Es geht um die Verfassungsänderung, das bedarf einer Zweidrittelmehrheit, das heißt auch eines gewissen politischen Vorlaufs, einer Diskussion, einer Abstimmung auch mit anderen politischen Kräften. Und deshalb sollte eine Verfassungsänderung nicht im Schnellschussverfahren einfach mal so in die Luft geblasen werden. So ist in Ihrem Antrag der Begriff der Zuständigkeit erwähnt. Das ist ein verwaltungsrechtlicher Terminus, mit dem nicht hinreichend genau beschrieben werden kann, dass das Land auf ein Staatsziel Verbraucherschutz auch verpflichtet wird. Auch ist die Formulierung Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher so unbestimmt, dass die Reichweite einer solchen Staatszielbestimmung nicht hinreichend konturiert ist. Insofern kann aufgrund der Unkonkretheit und auch des Schnellschusses hier der Antrag der Piraten aus Sicht der Landesregierung nur abgelehnt werden. Allerdings lohnt es sich schon, weil das ist auch Aufgabe des Parlaments und das Parlament hat sich ja dieser Aufgabe auch angenommen, wenn sich Dinge in der Gesellschaft verändern und die verändern sich nun mal ständig, auch immer wieder zu überprüfen, ist das, was in unserer Verfassung steht, noch zukunftsfähig oder muss es gegebenenfalls angepasst, verändert oder zukunftsfähiger gemacht werden. Und da in der Tat finde ich schon, dass es einen Lebensbereich gibt, der in der Verfassung, im Grundgesetz, aber auch in der nordrhein-westfälischen Verfassung bisher nicht abgebildet ist. Wie verändert die Digitalisierung unser gesellschaftliches Zusammenleben? Wie werden Verhältnisse zwischen Daten, meinen Daten, Marktdaten, Austausch von Daten, wie wird das geregelt? Und muss da möglicherweise ein Grundrechtsschutz greifen, der über eine Verfassung geregelt ist? Das ist aber eine sehr intensive Diskussion, die man auch inhaltlich dann untergesetzlich führen muss, gesetzlich führen muss und dann vielleicht überlegen kann, braucht es da eine Änderung in der Verfassung? Das kann man allerdings nicht mit einer solchen Debatte hier und heute bestreiten. Deshalb, wenn das ein Anstoß sein sollte, gerade diese Frage Zukunft der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Individuen in einer digitalen Welt
zu besprechen, dann nehmen wir das gemeinsam als Auftakt. In der Tat beschäftigt das uns alle. Was geht da an Veränderungen vor? Was wird da sozusagen mit uns passieren? Wie und in welcher Weise kann Staat, Gesellschaft, kann Individuum hier agieren und sich frei entfalten? Das in der Tat steht auf der Tagesordnung. Mit einem allgemeinen Antrag wie diesem hier wird es allerdings nicht beantwortet. Im Übrigen, ein solcher Antrag wird ja auch immer dann gestellt, wenn man meint, möglicherweise Defizite in der Politik monieren zu müssen. Das halte ich an dieser Stelle für falsch, gerade weil wir gemeinsam fraktionsübergreifend noch mal den Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen gestärkt haben, indem wir jetzt wie in keinem anderen Bundesland eine über 5 Jahre abgeschlossene Vereinbarung mit der Verbraucherzentrale unterzeichnet haben, eine finanzielle Sicherheit für den Verbraucherschutz, die Verbraucherberatung für die Verbraucher in Nordrhein-Westfalen geschlossen haben, immerhin mit einem Volumen von 71 Millionen bis 2020. Das ist mit den 60 Beratungsstellen, die wir im Land unterhalten, damit gemeinsam mit den Kommunen unterhalten, wo die Bürgerinnen und Bürger durch das Parlament das Geld dafür geben. Das ist Champions League in Sachen Verbraucherschutz. Kein anderes Bundesland hat das, auch nicht europäisch. Also wir haben eine starke Infrastruktur für die Verbraucherinnen und Verbraucher und damit eine solide Grundlage in unserem Land. Oder denken Sie an andere Initiativen, die das Land mit ihrer Unterstützung gestartet hat, wenn es um Transparenz geht bei Lebensmittelkontrollen, wenn es um eine bessere Nutztierhaltung geht, um die Verbraucherwünsche auch hier zu konkretisieren, wenn es darum geht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich in einem Markt bewegen, der immer unübersichtlicher wird bei Finanzdienstleistungen, bei Telefonwerbung, wenn es um Energiearmut geht oder auch um die Frage Dispo-Kredite, Zinsobergrenzen. Hier ist das Land, die Landesregierung, das Parlament massiv unterwegs und hier haben wir hier kein Defizit, sondern die Defizite sind auf der Ebene der Bundesregierung. Und wenn Sie uns da weiter unterstützen könnten, wäre das schön und Ihre Kraft hier konzentrieren könnten, dann würden wir gemeinsam viel erreichen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Remmel. Und für die Piratenfraktion hat sich noch einmal zu Wort gemeldet Frau Kollegin Brandt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Herr Minister Remmel, finde ich schade, dass Sie mit Ihrem Smörebrot, das Ganze ins Lächerliche ziehen. Und ich bin den Stil eigentlich von Ihnen so nicht gewohnt. Eigentlich unterhalten wir uns da ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Finde ich sehr, sehr schade, das haben Sie nicht nötig. Zu den Äußerungen von SPD und CDU, ich habe das ja eben schon in der Zwischenfrage gesagt, wer eine Vereinbarung bricht, muss damit rechnen, dass wir diese Vereinbarung für obsolet halten. Das heißt, dass wir dann eben auch Verfassungsanträge stellen werden. Es wurde gesagt, auch zu viele Einzelpunkte in der Landesverfassung, das ist schlecht. Inflationär, meine Damen und Herren, Sie alle haben doch einen Eid geschworen, dass Sie Politik machen wollen zum Wohle der Menschen in diesem Lande. Und jeder dieser Menschen ist ein Verbraucher. Und dann frage ich mich, warum denn Tierschutz ein Staatsziel ist, wenn es denn da nicht wenigstens die Menschen sind in diesem Land, für die sie Politik machen. Das verstehe ich nicht. Und Schnellschuss wäre ja wohl, wenn ich hier eine direkte Abstimmung verlangen würde. Meinen Sie denn, wir jagen das Ding jetzt durch? Sie können sich sicher sein, dass wir zu dem Antrag eine Anhörung beantragen werden, dass wir die entsprechenden Experten dazu laden und dass das mitnichten ein Schnellschuss ist, sondern dass wir alle Experten, alle zuständigen Leute dazu befragen werden. Und dann werden wir ja sehen, wie andere Menschen, die sich damit auskennen, die Experten sind, dazu äußern werden. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Brandt. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Elsenrat empfiehlt Überweisungsgesetz, Entwurfsdrucksache 10.057 an den Hauptausschuss federführend sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wer stimmt der Überweisung zu? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Ist beides nicht der Fall. Damit ist einstimmig so überwiesen.